Hello everyone and welcome back to the channel. In this video today we're doing another reaction to Extra Free Extra Dry, and this video is titled Trump President or Diagnosis. So let's get right into it for today. I love reacting to this show. It's always absolutely hilarious, and yeah, the Trump videos have been some of the best that I've been reacted to because he just goes in on him. So let's check it out today and let's go. Kommen wir nun zu unserer wöchentlichen Rubrik Nachrichten aus dem Irrenhaus oder was macht eigentlich Donald Trump? Jede Woche gibt es neue News von dem mächtigsten Psychopathen der Welt. Trump steht ja gerade ordentlich unter Druck wegen seiner Ukraine-Affäre. Nur zur Erinnerung, dieser Anruf von Trump bei Wladimir Zelensky, ja, der hat sich auch gewundert, mit der Bitte gegen Joe Biden und seinen Sohn zu ermitteln. Dieser Anruf hat dafür gesorgt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vorbereiten. Trump und Zelensky. Ich kann mir nicht helfen. Ich denke da immer an dick und doof. Und Zelensky. Trump hat Militärhilfen zurückgehalten und gleichzeitig eben Zelensky um diesen Gefallen gebeten. Trotzdem, sagt Trump, besteht zwischen diesen Punkten kein Zusammenhang. Es gab kein Quid. And yeah, this video is 4 years ago, so it's before like the war in Ukraine. So that's why. You know, because when he mentions Zelensky, I immediately think of like the ongoing war in Ukraine. So that kind of threw me off a little bit. Wer nicht müde wird zu betonen. There's no quid pro quo. There was no quid pro quo. And there was never any quid pro quo. No quid pro quo. Nein, nein. Also wenn er eins ausschließen kann, dann, dass er in einem Gespräch Latein gesprochen hat. Trump hat richtig viel Ärger am Hals und deswegen hat er nun beschlossen, mal eben im Alleingang die US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen und damit seine kurdischen Verbündeten im Stich zu lassen. Wer weiß, vielleicht kehrt die US-Armee ja zurück, wenn die Kurden anfangen, gegen Joe Biden zu ermitteln. Ich würde es nicht ausschließen. Aber es ist eine beliebte Taktik, wenn es in der Küche brennt, zündet man am besten das Wohnzimmer an, um vom Brand in der Küche abzulenken. Diese Taktik hat nicht immer Erfolg. Bei Trump yeah, that's, gerade a, that's dazu, not the best Republikaner entsetzt sind und sich fragen, was macht er denn da? Die kurdischen Kämpfer haben maßgeblich dazu beigetragen, den IS in Nordsyrien zurückzudrängen. Jetzt sind sie der Türkei ausgeliefert. Präsident Erdogan hat schon Danke gesagt und heute mit einer Militäroffensive gegen die Kurden begonnen. Da hat Trumps Drohung offenbar nichts genützt. Er hatte ja Erdogan gewarnt. Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen. Okay, so this one didn't translate that part. Seine Weisheit ist großartig und unvergleichlich. Der Einzige, der seine Weisheit überstiegen hat, war damals dieser Regenschirm. Da wusste er nicht mehr genau. Wie kann man den nochmal zu? Egal, komm. What is he doing with the umbrella? Großartige That's like the most chaotic thing I've seen. Mit solchen Tweets wird Donald Trump in die Geschichte eingehen. Aber oh, him and his Twitter. Als Diagnose. Whenever that comes up, you know something crazy is going to come. Eine weitere Taktik von Trump: Wenn man etwas Kriminelles getan hat, nicht entschuldigen, sondern einfach tun, als sei das völlig normal. Und wenn es geht, vielleicht noch einen draufsetzen. China should start an investigation into the Biden. Jetzt soll auch China ermitteln gegen Vater und Sohn Biden. Die Ukraine und China will er auf seine Seite ziehen und Ermittlungsverfahren von beiden. Bei den beiden, beiden. Da wird er total verrückt. Das Problem bei krankhaften Narzissten wie Trump ist, dass sie auf Kritik nicht reagieren. Deswegen glaube ich, man muss es bei Trump mal mit Lob probieren. Vielleicht erreicht ihn das, vielleicht bewirkt man damit was. Wenn man sagt, ja Donald, es stimmt, deine Weisheit ist groß und unerreicht. Du bist weise wie König Salomon. Okay, vielleicht eher König Salmonella, aber King Salmonella. Einiges drauf, du bist weise. Und du hast auch schon Dinge richtig gemacht. Du warst bei deiner Rede im Parlament mit mehreren Frauen in einem Raum und hast keine angegrapscht. Das ist ein echter Erfolg, oder? Oh. Super, Donald, du hast wieder einen Tag geschafft, ohne einen Weltkrieg anzuzetteln. Wir sind stolz auf dich. Oder klasse, du hast ganz alleine in der Ukraine angerufen. I gotta say, that is a crazy comment. He said, like, in a parliament full of women, you didn't grope anybody. That is a crazy comment. Weißt du nicht mal, wo die liegt? Toll. Wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man wirklich sehr viel Gutes über Präsident Trump heraus. Unsere Investigativreporter haben genau das getan. Donald Trump, er gilt als grottenschlechter US-Präsident. Ihm wird vorgeworfen, er sei ein Lügner, Rassist und skrupelloser Machtmensch. Extra 3 meint, absolut zu Unrecht.
Monatelange Recherchen haben ergeben, Trump ist okay, besser let's see what als sein they found. Erstes Beispiel, Bestechungsgeschenke gibt er umgehend zurück. Hier einen Blumenstrauß, einen Becher japanisches Bio-Müsli und seltene gebrauchte Taschentücher. Auch der nächste Vorwurf, Trump sei ein notorischer Lügner, völlig haltlos. Ein uns zugespieltes Video beweist eindeutig das Gegenteil. Oh, let's see the video. Let's Gegenteil. See what they found. Okay, I'm president. Hey, I'm president. That is true. Ein Monat investigative Recherche bestätigt, das stimmt. Der aktuelle Vorwurf, Trump bedränge ausländische Staatschefs am Telefon, um seine Gegner aus dem Weg zu räumen. Doch stimmt das wirklich? Ist Trump der fiese Telefonerpresser, den viele in ihm sehen wollen? Ein klares Nein. Diese Bilder beweisen, hier sitzt er vor einem Telefon und macht eindeutig nichts. Nada, niente. Der Hausmeister des Weißen Hauses bestätigt. Der hat den ganzen Nachmittag nur Löcher in die Luft geguckt. Eins war so groß, das habe ich immer noch nicht dicht bekommen. Ein weiteres Indiz, die belastenden Hinweise kommen von einem sogenannten Whistleblower, was nach unseren Recherchen auf Deutsch Pfeifenbläser heißt. Kann man jemandem mit einer so albernen Berufsbezeichnung Glauben schenken? Wir sind skeptisch. See, I love this. It's like a parody of like those investigational like documentaries, and they're just coming up with the craziest like excuses to make Trump look good. Would you trust someone with a title called Whistleblower? That's really one of my favorite parts of the entire video. That is just so crazy. How auch they come den up with Vorwurf, that? Trump sei ein Sexist, untersuchen wir ganz, ganz genau. Ostern 2018. Trump feiert ausgelassen mit diesem heißen Häschen, hier rechts im Bild, ohne das Bunny anzugrapschen. Wir haben I can't even tell if that's like a parody or not, if we actually had a bunny on there, knowing Trump. Nee, also so richtig angegrapscht hat er meinen Kollegen Bob nicht. Aber naja, Trump hat ihm seinen ganzen Eierlikör weggesoffen. Der alte Sack. Wie viele Belege müssen wir noch zutage fördern, um zu beweisen, dass Trump doch ein guter Präsident ist? Warum sollten Trump, der Hausmeister und der Hase lügen? Extra 3 sagt, Donald Trump, halte durch. Wer so schön tanzen kann, kann kein schlechter Mensch sein. Wir glauben an dich. And what's it with all these ladies dancing? Ugh. I mean, they always have like the weirdest dance. I mean, there's been a few of them that I've reacted to, obviously. And yeah, it's just weird that they always caught doing these weird dances. Ein Film von Oliver Durko und Patricia Kümpel. Man muss sich auch wirklich gut überlegen, ob man es wagt, sich Trump in den Weg zu stellen. Man braucht ein verdammt dickes Fell. Er teilt ja aus wie verrückt. Der Republikaner Mitt Romney hat es gewagt, sich vorsichtig kritisch zu äußern. Prompt hat Trump ihn auf Twitter einen aufgeblasenen Arsch genannt. Und anschließend hat er dann begonnen, ihn zu beleidigen. Also, ja, man hat sich schon so dran gewöhnt. Auch diese Ausdrucksweise ist alles schon völlig normal. Dann hat Trump gefordert, dass Romney seines Amtes enthoben werden solle. Seit ein Impeachment-Verfahren gegen ihn geplant wird, will Trump selber alle anderen impeachen. Mitt Romney, auch Adam Schiff, sein Ankläger im Geheimdienstausschuss und Nancy Pelosi, die Sprecherin im Repräsentantenhaus, allen wirft er Verrat vor und will, dass sie des Amtes enthoben werden. Also Trump wirft immer anderen vor, was in Wirklichkeit ihm vorgeworfen wird. Also nicht wundern, wenn er bald... Yeah, that's a good statement as well. Like, Trump accuses others. Or, like, he'll be accused of something and he'll try and deflect. He'll be like, what about this guy? What about this guy? What about this guy? That is something he definitely does a lot. Behauptet, Nancy Pelosi hätte mit Stormy Daniels geschlafen. Okay, I really enjoy this show, Extra Dry, man. Every time I react to it, it's always hilarious. And they've been going hard on the Americans from the clips I've been seeing, and especially hard on Trump, rightfully so. But I really like these videos because he's a great host, Christian. And yeah, it's kind of hard to find ones with English subtitles, but every time I react to it, I'm thoroughly entertained. And they always bring up Trump's tweets in his Twitter account, because back in the day, he used to tweet the craziest stuff. So this is like a common reoccurrence in all these videos, because there's just so much material there. So if you guys want more reaction videos like this, let me know. And they're definitely onto something about him always deflecting and he puts the blame on someone else. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.